Aloha! Heute geht es um das prickelnde Thema Rückkopplungen, also Beschleunigungsfaktoren oder in der Folge Kipppunkte in der Klimaerwärmung. Ich möchte nicht an einer Depression schuld sein, deswegen vorab, wenn du schon echte Ängste über unsere Zukunft hast, dann ist das hier vielleicht nicht der richtige Content für dich. Also Rückkopplungen, sperriges Wort. Hier geht es um Mechanismen, die sich selbst beschleunigen. Ab einem bestimmten Punkt können wir die Beschleunigung nicht mehr aufhalten und auch nicht umkehren. Ich will, dass jeder zumindest mal davon gehört hat und mache deshalb dieses Video. Die wahrscheinlich bekannteste heißt Eis-Albedo-Rückkopplung. Du kennst bestimmt den Unterschied zwischen einem weißen und einem schwarzen Shirt in der Sonne. Das weiße Shirt gibt die Sonnenenergie zum Großteil wieder in Form von Lichtenergie ab, also es reflektiert. Das schwarze Shirt wird warm, bleibt aber dunkel, weil es die Sonnenenergie in Wärme umwandelt, also absorbiert. Eis reflektiert einen Großteil der Sonnenenergie wieder zurück, weil das Eis hell ist, wie das weiße Shirt. Wenn das Eis schmilzt, verkleinert sich die helle Eisfläche und gleichzeitig wird die dunkle Wasseroberfläche größer. Also haben wir weniger reflektierende, aber mehr dunkle Fläche, die die Sonnenenergie in Wärme umwandelt. Ab einem bestimmten Punkt wird das zum Selbstläufer. Die Wissenschaft ist sich nicht ganz einig, ob wir kurz vor dem Kipppunkt sind oder sogar schon drüber. So oder so, es brennt. Bevor wir uns jetzt gemeinsam in den Schlaf weinen, habe ich noch 3 weitere Kipppunkte für dich. Je wärmer die Luft wird, desto mehr Wasserdampf kann sie aufnehmen. Das Gegenteil merkt man immer im Winter, wenn die Luft zu trocken ist. Wasserdampf ist auch ein Treibhausgas. Also wird es wärmer, ist mehr Wasserdampf in der Atmosphäre, was wiederum die Erde aufheizt. Neben dem Teufelskreis haben wir damit auch ein paar andere Probleme. Wenn die Luft mehr Feuchtigkeit aufnimmt, trocknet das den Boden aus und es gibt stärkere Dürren. Auf der anderen Seite ist jetzt mehr Wasser in der Luft, was bei einem Unwetter stärkere Überschwemmungen verursachen kann. Genau umgekehrt zur Wasserlöslichkeit in der Luft sieht es mit der Gaslöslichkeit im Wasser aus. Je wärmer das Wasser wird, desto weniger Gas kann es aufnehmen. Das betrifft Sauerstoff für Fische, genauso wie CO2, das wir nicht in der Atmosphäre haben wollen. Also wenn es wärmer wird, kann das Meer weniger CO2 aufnehmen. Das bleibt dann in der Luft und erwärmt weiter unsere Erde. Momentan nimmt das Meer übrigens ca. 22% unserer CO2-Emissionen auf, macht also eine ganze Menge aus. Bevor du dich jetzt an einen Kohlebaggerketten gehst, gebe ich dir noch den Rest mit der Permafrost-Methan-Rückkopplung. Methan wird nicht nur von Kühen gepupst, sondern steckt auch in unseren Permafrostböden. Methan ist deshalb so fies, weil es ca. 25 mal effektiver ist als CO2. Und es stecken riesige Mengen davon im Permafrost. Wenn der Boden schmilzt, kommt das Gas raus und geht in unsere Luft. Dort macht es dann als Treibhausgas einen Job und es wird wärmer, was wieder zu mehr geschmolzenem Permafrostboden führt. Es ist wohl nicht ganz klar, ab welcher Temperatur diese Kipppunkte erreicht sind. Auf jeden Fall stehen unsere Chancen für unser Leben deutlich besser, wenn wir die Klimaerwärmung so niedrig wie möglich halten.